gerade, der Knopf ist der geilste. Hört ihr das? Ich flipp aus. Frauen brauchen Vibrator, ich brauche eine Harley. So sieht das aus. Guten Tacho, meine Freunde. Heute ist Donnerstag. Wetter ist schön. Ungefähr 20 Grad. Und ich bin unterwegs nach Hamminkeln. Und zwar fahre ich jetzt nach Thunderbike, Harley Davidson. Und fahre da jetzt mal ein Gerät zur Probe. Auf jeden Fall bin ich schon richtig gespannt. Ja, wo ich den Montag gebucht habe, die Probefahrt, war ich doch noch mehr aufgeregt, also war ich aufgeregter als jetzt. Irgendwie hat sich das jetzt ein bisschen gelegt. Aber trotzdem bin ich aufgeregt. Wie gesagt, ich bin noch nie Harley gefahren. Und um überhaupt mal dahinter zu kommen, warum so viele Leute Harley mögen, ob das Ding überhaupt gut ist. Denn ich muss sagen, ich kenne auch verdammt viele Leute, die Harley fahren, und ich weiß auch von ganz vielen, dass das Ding sehr oft und sehr viel in der Werkstatt steht, gerade bei aktuelleren Geräten und bei älteren, ja, dass viele mal irgendwie da mal Öl verlieren und hier mal ein paar Schrauben verlieren oder auch schon mal einen ganzen Fender abfällt und all solche Geschichten. Also teilweise doch schon Horrorgeschichten für mich. Aber trotzdem schwören die auf Harley, also muss das Motorrad von Harley Davidson oder die Motorräder ja irgendwas den Fahrern geben, dass die da so drauf schwören. Ja, was heißt schwören? Die beschweren sich natürlich auch, aber dass sie das trotzdem mitmachen. Und ja, das möchte ich jetzt versuchen rauszufinden. Ich denke mal, anhand einer kleinen Probefahrt, da wird man eh kein großartiges Ergebnis oder eine Meinungsänderung hinbekommen, aber damit ich schon mal einen leichten Einblick bekomme über das ganze Thema Harley Davidson, und es wird wahrscheinlich auch nicht die letzte Maschine sein von Harley, die ich Probe fahren werde, denn ich möchte wirklich einige Modelle mal durchprobieren, um auch für mich, wie ich am letzten Video schon gesagt habe, für mich rauszufinden, ob da ein Modell bei ist, was ich gerne haben wollen würde im Vergleich zu Nachbauten wie Kawasaki, Suzuki oder Yamaha. Ja, auf die Reise nehme ich euch mit. Dann werden wir uns dann gleich auf der Harley wiedersehen. Leute, mal gucken. Nimmt auf, ja. Ich sitze auf einer Harley. Alter, wie geil ist das denn bitte? Leck mich am Arsch. Ich bin gerade mal von Thunderbike Platz runtergefahren. Ich habe jetzt hier eine Sportster, also eine Sportster 1248. Schon allein, weil ich groß bin und vorverlegte Fußrastanlage. Und was richtig geil ist an dem Gerät hier, Jekyll und Hyde Anlage, hier ist ein Knopf. Jetzt wird sie laut. Ich flipp aus. Das ist. Ich kann nicht mehr. Wie geil ist das denn bitte? Als ob das erlaubt ist. Ich kann nicht mehr. Leute, wenn ihr mein Gesicht sehen könntet, ich bin nur noch am Grenzen. Und ich bin gerade mal. Ey, wie schnell fahre ich denn überhaupt? 60. Ich kann nicht mehr. Die Gänge, die gehen auch echt gut rein. Die Kupplung, die kommt sehr früh. Leute, das ist doch genau das Richtige für mich. Ich kann nicht mehr. Das ist doch genau dieser. Oh,
Leck mich am Sack. Du asoziales Element. Nur einen anderen Lenker müsste ich hier echt drauf haben. So einen kleinen Mini-Ape oder irgendwie sowas. Hört ihr das? Ich flipp aus! Ich kann nicht mehr, ey. Was ein geiler Scheiß. Leute, ehrlich. Ich bin jetzt auch mit meiner Kawasaki natürlich hingefahren, habt ihr ja vorhin gesehen. Und bei mir kommt der direkt, also meine schießt direkt nach vorne. Ich fahre jetzt aber auch gefühlt auch extrem untertourig, so wie man ja eigentlich mit einer Chopper fährt, gemütlich und gediegen. Und boah, Mann, ey, was mache ich hier? Ehrlich, jetzt will ich so ein Ding haben. Alter, ist das geil! Ist das geil! Und die ist so leicht im Handling, dafür, dass die doch relativ schwer auch ist. Der Sound einfach nur brutal, ey. Leck mich am Hoden, ohne Witz, ey. Ich krieg einen Rappel. Ist das ein geiles Teil. Ich hab die mir auch noch gar nicht richtig angeguckt. Das war auch so locker und das ging so schnell. Ich bin da rein, sag yo, hab mich für eine Probefahrt angemeldet. Ja, da komm mal mit. Der hatte da schon da alles liegen, nur Ausweis und Führerschein hat er sich einmal kurz angeguckt. Da musste ich dann unterschreiben. 60 Minuten darf ich fahren. Und ja, und dann schon los. Ja, kurz nach draußen, kurze Einweisung. Ey, die Kurve hier ist, die Strecke hier ist auch gar nicht mal so schlecht. Warum bin ich hier noch nie gefahren? Ja, kurze Einweisung. Hier, was mich schon verwundert hat, Blinker links und rechts. Mal, ich bin ja noch nie Harley gefahren. Aber ansonsten, ich habe mir vorhin, bevor ich losgefahren bin, natürlich bei YouTube geguckt, wie man eine Harley anmacht. Hier sind ja zwei Schalter. Ja, einmal die rechts ist ja Zündung hier. Auf der rechten Seite, da ist Zündung. Und da machst du erstmal den Anlasser. Damit startest du das Gerät erstmal. Die braucht wohl keinen Schlüssel. Ja, keine Ahnung. Also, ich bin, ich glaube, das macht auch der Sound. Ich mach das mal eben ein bisschen leiser. Ja, jetzt hört sie sich an wie ein Rasenmäher. Ich höre sie auch nicht, da muss ich echt lieber hochtouriger fahren, weil ich sie sonst nicht höre. Aber das Fahrgefühl, obwohl jetzt, wenn du sie nicht mehr hörst, ist das... Nee, weg, das ist natürlich ein ganz anderes Fahren, Leute. Boah, ich bin gerade echt geflasht. Ich bin gerade wirklich geflasht. Also im Gegensatz zu meiner Intruder, die ich ja hatte, und die war schon echt nicht schlecht, muss ich sagen. Der Auspuff hat einen Klappen. Das ist ein Klappenauspuff. Und dann drückt er auf den Knopf und dann denke ich mir erstmal, boah, so muss ich eine Harley anhören. Und das ist auch voll der Harley-Sound. Ich sitze ja auch relativ breitbeinig drauf und das auch ohne Mühen. Also die Beine oder die Harley weiß genau, was deine Beine machen müssen. Und ganz ehrlich, auch das mit dem Spiegel unten ist ja mal mega geil. Und was mir richtig gefällt, die Motorcharakteristik jetzt auch im Stand, die vibriert ja richtig. Marienthal, soll ich links fahren, sagte der. Mich würde mal interessieren, so eine ältere Sportster. Also, ich denke mal, neu werde ich sie mir nicht leisten können oder nicht leisten wollen, sagen wir mal so. Ich muss ja hier, glaube ich, auch aufpassen mit den Kurven, ne? Er hat ja nicht so die Bodenfreiheit wie mein Naked Bike. Mich würde mal wirklich interessieren, ob die sich auch so fahren. Bitte, ey. Also ich bin gerade echt geflasht. Ich bin gerade richtig, also positiv überrascht, extrem. Ich war natürlich aufgeregt. Habe ich am letzten Video gesagt, habe ich schon am Anfang gesagt, wo ich schon hingefahren bin. Aber dass ich jetzt so überfallen werde von ja, vielleicht Emotionen, aber so positiv überrascht bin, damit hätte ich nicht gerechnet. So, jetzt machen wir mal wieder. Ich kann denn, der Knopf ist der geilste! Ich glaub's nicht!
Ich glaube es nicht. Ja, nur ein anderer. Ich bräuchte definitiv einen anderen Lenker. Wenn ich jetzt sagen würde, boah, Alter. Also, das ist schon Vibration pur. Also, das hatte meine Intruder nicht so krass. Du hast ihn natürlich auch gespürt und gemerkt, aber du merkst hier richtig das Herz. Du merkst richtig die Leidenschaft vom und im Motor. Also, Frauen brauchen Vibrator, ich brauche eine Harley. So sieht das aus. Ich kann nicht mehr. Ich liebe dieses Teil einfach. Oh, leck mich am Fuß, echt. Was ich auch positiv finde, bei 100 km/h, dass die Drehzahl nicht so hoch ist, also die schreit nicht so. Also meine Intruder, die war dann ja richtig schon wie so ein Rennsemmel anschreien. Also jetzt ein bisschen übertrieben, aber ja, das hat mich dann gestört. In der Stadt, untertürig, gar kein Problem, muss ich aber auch im 5. Gang fahren. Und hier... vollkommen geil. Kann ich die Füße da so hinlegen? Jo. Das habe ich bei meiner Intruder auch mal gemacht. Ich hatte auch vorverlegte Fußrasten, die waren aber noch ein Stück weit da vorne. Und habe ich auf längeren Touren auch dann. Weil ich bin ja schon recht groß, also knapp 1,90 bin ich. Oh, ist das das Gefühl. Mann, ey. Ohne Witz, das Gefühl, eine Harley unter seinen Eiern zu haben, ist schon ein schönes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich eben was machen. Das sieht gut aus. Ah ja, so wenn du so runtergehst, ist schon... Also, wow, jetzt so in den Kurven, merke ich schon, dass natürlich was mehr wiegt. Aber sie ist trotzdem sehr gut zu handeln. Mal gucken, wie das jetzt aussieht. Leute, ich brauche so ein Ding. Ohne Witz, jetzt muss ich erstmal Fotos machen. Ohne Spaß jetzt, ne? Also ich kann die Harley-Fahrer verstehen, jetzt bin ich ganz ehrlich. Ich bin ganz ehrlich. Jetzt mal schnell ein paar Videos, ein paar Bilder machen. Kann ich, darf ich mir nicht nehmen lassen. Wann kriege ich mal so ein Teil zwischen die Finger? Was ich aber gut finde, dass die echt sagen, eine Stunde Probefahrt. Vollkommen in Ordnung. Geil. Leute, ich bin sowas von geflasht. Richtig geiles Teil. Gut, der orangene Tank. Aber dass das wieder so matt ist, das sieht dann auch wieder geil aus. Ja, guck mal, der Sitz. Der könnte bestimmt noch ein Stückchen nach hinten. Für mich. Aber es gibt bestimmt noch Sitzlinge weiter nach vorne. Kann man hier gut sehen. Und sonst. Die hat schon so ein bisschen was Bobbermäßiges, ne? Richtig geil. Der schwarze Auspuff, Jekyll and Hyde, ne? Jekyll and Hyde. Und mit diesem schwarzen, gewränkelten Lack, oder wie sich das nennt. Richtig geil. Und das ist das, was ich bei Harley liebe, was kein anderes Motorrad hat. Wenn ihr hier die Zylinder hast, diese Bolzen. Ich weiß zwar nicht, wofür die da sind, ob die zum Festhalten sind oder ob die vielleicht noch eine andere Funktion haben. Aber genau das ist das Geile. Und jetzt starte ich es immer für euch. Zündung hatte ich ja eben angemacht. Super, gut. Mit geschlossener Klappe an. Ist jetzt auch nicht verkehrt. Also. Stadt, das wird besser. Und man sieht natürlich jetzt schon die Emotion von dem Motor. Man hört sie noch nicht richtig, aber man sieht sie. Und zwar hier an diesem ganzen Gerappel. Also, das ist geil. So, und jetzt mache ich mal richtig.
Mein bester Freund hier, ja, mein bester Freund. So. Leute. Ich glaube, Männer wissen gerade, was ich gerade tue. Okay, fahren wir mal. Ist der Sound geil? Ich kriege einen Anfall. Also Durchzug da jetzt auch so, Beschleunigung, für mich völlig ausreichend für eine Shopper. Hier nennt man das Ding schon Shopper, ja, ich, für mich ist das Shopper. So. Oh. Dieser Sound und dieses Gefühl. Nur wie gesagt, der Lenker, der müsste für mich so ungefähr in diese Höhe, wo ich jetzt meine linke Hand habe. So fast, ja, ungefähr Schulterhöhe, ein bisschen nach hinten. Damit ich wirklich wie auf dem Stuhl im rechten Winkel sitze. Dann würde das nämlich auch für mich persönlich jetzt mit der Position der Fußrastenanlage hier passen. Ach Mann, ey. Ist das nice. Ist das nice. Ohne Quatsch jetzt. Wirklich. So, hier sind wir wieder am Ort. Da mache ich mal ganz vorschriftsmäßig die Klappenanlage zu. Denn ist ja schon ein bisschen laut. Mich stört das jetzt nicht, aber es gibt ja Anwohner und Menschen. Jetzt gerade sowieso, heutige Zeit, sind sie alle irgendwie gegen Motorräder und gegen Lautstärke. Oh, die kann aber auch zügig auf 100 sein. Also ganz klar, die Emotionen und das Aussehen, gerade auch das, was ich eben sagte mit dem Motor, mit den Zylindern, wie das alles ausschaut. Und vor allen Dingen das Gefühl von einem Harley-Motor und einem Harley-Motorrad. Ich glaube, da kommt keine andere Marke dran. Ich muss jetzt mal wieder den Sound anmachen, weil... Immer wenn ich da drauf drücke, da geht mir einer ab! Ich kann nicht mehr! Ist das... Herrlich, Leute! Leute, was für ein... Also das Gefühl ist ein schönes. Also es ist eine schöne Art, Motorrad zu fahren. Und auch eine schöne Art, gemütlich zu fahren. Ich merke, das Motorrad, ich kriege es komplett mit. Kriege noch die ganze Landschaft mit. Kann mit euch quatschen. Und, also, boah, Herrlichkeit in... Keine Ahnung worin, aber einfach herrlich. Bitte helfen Sie mir, bitte helfen Sie mir. Oh Leute, ich muss jetzt aber mal drauf achten, wie ich denn jetzt hier hingefahren bin. Ich habe ja nur eine Stunde Zeit und ich glaube, eine halbe Stunde sind locker schon um. Verdammte Kacke. Ich glaube, ich habe mich verfahren. Ach, wieder falsch gefahren. Nee, ich fahre irgendwo hin jetzt. Also, ich mache jetzt auch das Video aus. Ich denke mal, für die Probefahrt und alles wird es jetzt gereicht haben. Und entweder im nächsten Video oder wenn ich noch genug Akku haben sollte, dann auf dem Weg nach Hause. Aber wenn nicht, dann im nächsten Video werde ich noch einiges dazu sagen. Ansonsten sage ich jetzt, bis zum nächsten Mal, halt die Ohren steif und bleibt gesund. Okay, haut rein.